Und alle schreiben den hungrigen Hugo und das muss ich mir noch reinziehen. Ist es okay für dich, Kevin? Boah, ich hasse hungrige Hugo-Videos. Echt jetzt? Ich werde es so unlustig finden, Bro. Ich werde nicht einmal lachen. Okay, wir machen jetzt die Challenge. Wenn du lachst, kriegst du einen in die Fresse gehauen. Okay, Deal. Okay. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Schon lustig, oder? Hat er da wirklich einen Bildschirm oder ist das so eingefügt? Nee, hat er. Mit Max und Insco. Die Mucke mag ich. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Das ist so ich kacke. Ich dachte, reinhauen jetzt, oder? Ja. Okay, mach ich gleich nach dem Stream. Und seitdem hast du dich entschieden, AMG GT zu fahren, oder? Einfach 1984, das ist so heftig. Da war Monte erst 12. Ah, lol, neue Aufgabe. Das ist einfach für den Arbeitsplatz. Einfach ignoriert worden, chillig. Das ist so unangenehm, Digga. Ah, ich habe eine hässliche Wohnung. Ja. Oder erstmal die Werbung. Digga. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich in den Eiern zu zwicken. Hast du jemals deine Eier eingezwickt? Ey, Bruder, no joke. Was ist das für eine Werbung? Gibt's die wirklich? Es gibt so einen von so 15 Videos von Hungriger Hugo, die sind richtig stark. Das hier ist bis jetzt stark. Hä, aber gibt's die Werbung mit den Eiern? Weiß ich nicht. Ihr seid nicht bekannt, Cringe. Manscaped Lawnmower 3.0 wurde speziell dazu entworfen, um das Rasieren unterhalb der Gürtellinie. Das ist für Werbungen. Sascha Safe am selben Abend noch. Ganz ehrlich, so ein Eierrasierer ist so dumm. No joke. Wenn man das mit dem Feuerzeug macht, ist es so viel einfacher. Mhm. Wirklich, diese Pinzette. Aua. Hast du überhaupt Haare am Penis? Ich hab nicht mal einen Penis. Okay, ich auch nicht. Dafür habe ich so viele am Perineum. Ey, ist das eine richtig, kann ich eine richtig dumme Frage stellen, ohne dass es weird ist? Ja. Gibt es Menschen, die quasi mit keinem Geschlechtsteil auf die Welt kommen? Ja, safe. Wo dann aber, also, was haben die denn da? Also ich meine, wie passieren so Dinge wie Pissen und so? Ja, muss es dann über so einlaufmäßig gemacht werden? Das ist eine ziemlich eklige Frage oder eine weirde Frage. Eklig vielleicht nicht, aber eine weirde Frage. Ja, die müssen ja alle irgendwie eine Öffnung haben, wo also bestimmt gibt's das. Aber da muss ja irgendwie eine Öffnung sein, um das rauszulassen. Sonst kann man ja nicht leben. Alright. Gut, lass uns einfach weiter. Monte zum Beispiel, pisst du einen Scheiß aus einem Loch. Nice, Digga. Kannst du mal vorbeischauen? Liebe Grüße. Oh, Digga, ich hab mich so erschrocken. Was ist das? Digga, alles war nass, Digga. Der komplette Boden. Oh mein Gott, meine komplette Hose ist nass, dude. Digga, das waren 500 Milliliter Wasser. Oh mein Gott. Woher wusstest du, dass genau 500 waren? Seid ihr völlig lost? Was seid ihr denn? Wie lost seid ihr denn? Warte mal, die lost sind. Digga, Trimix hat mir gestern erzählt. Er hat einfach 220.000 Permabans in seinem Channel. Der hat die meisten Channel auf ganz Twitch gebannt, ne? Bro, das ist so insane. Er meinte, dass wenn jemand schreibt so, hey, wann kommt das nächste Mal Fortnite, dass einfach dass das alleine einfach ein Permaband ist direkt. Du, ihr will schlafen. Dankeschön. Kuss. Wir wollen nochmal rausgehen, Digga. Findest du Kylo süß? Ich übertrieben. Hallo. Wir müssen nochmal rausgehen. Geh mit wem anders raus. Stell dir mal vor, er geht einfach mit einem anderen. Komm, wir wollen rausgehen. Komm raus. Du musst doch jetzt noch gleich ein fein Kacki. Wir haben, Kylo! Ja, nix für schwache Nerven. Oh nein! Oh, Junge! Gut, dass er keine sowas nicht macht. Och Mann, ey, Kylo! Ist da oben wirklich ein Bildschirm? Monte in Mario Kart. Was? Ist es über seinem Aquarium wirklich ein Bildschirm? Ja, ja. Turnier. Bist du Link? Ich bin so schlecht in Mario. What the fuck? Hey! Okay, wie ist der auf den Tisch gekommen? Monte reagiert auf kein Konzept. Nee, Kylo. Jetzt, Bruder. Digga, Hunde sind so dumm, Alter. Akani wird es nicht machen, glaube ich. Lass mich hängen, Bruder. Wenn ich jetzt das Arschloch von meinem Hund zeige, werde ich gebannt auf Switch? Nee, ne?
Zeig mal deinen Arschloch. Okay. Ich habe mich eben eine ganz andere Sache gefragt. Wenn man laktoseintolerant ist, ne? Ja. Und Mozzarella-Ball fickt, stirbt man dann? Wo bin ich hier gelandet, Digga? Ja. Lass mich bitte nicht hängen. Oh, nee. Ganz fein hier, ne? Das tut mir heute weh, nachdem ich Herr der Lego-Teile hier kenne. Herr der Lego-Teile, Junge. Oh mein Gott. Gute Dinger. Oh nein. Alter Junge. Wer ist das? So einmal, so nervte Papa, nervte Papa. Damals im Gymnasium gab's diesen Song als Analyse, haben einen Test darüber gemacht und ich hab eine 6 bekommen und da bin ich runtergeflogen auf die Realschule. Nee, Digga. Bitte nicht, Digga. Oh, da war ich. War das geil? Das war übergeil. Ey, hast du gestern gesehen bei dem Gruppenbild, bei dem Event von Marius? Ja. Bei dem Gruppenbild, wir haben uns doch da alle so hingestellt. Ja, ja. Und Rob kommt danach so zu mir und meint so, Dicker, weißt du, was das Traurigste ist? Hm. Ich bin auf dem Bild nicht mit drin, weil als die Bilder gemacht wurden, ist er runtergefallen. Oh nein. Das ist eine Insta-Story. Er hat das so TikTok getweetet, gedings, so geteilt. Da, schau. Da? Es wurde ein Foto gemacht. Rob wird einfach weg, Digga. Was für ein Loser. Digga, er ist einfach auf allen Gruppenbildern jetzt nicht mehr drauf, deswegen. Danny war auch nicht da, oder? Weiß ich nicht. TikTok getweetet, oder? Ja. Die Jungs, sehen wir schon. Best of Amar Spin Bull Stream. Baby mit 200 EQ-Play. Zieh mal den Ring. Andere Seite. Du, entsichern. Den Ring ziehen. Den Ring ziehen. Entsichern. Entsichern. Den Ring ziehen. Zieh den Ring. Zieh doch dran. Bist du blöd? Geht nicht. Ziehen. Ziehen. Ich hab Angst. Dann mach doch. Bam. So, Micky hat keine Rauchgranate mehr. Wir können los. Der hat die einfach gewastet, der Bro. Wie dumm. Guck mal, die ist sogar orange. Darauf erstmal bisschen Ketchup. Oh, warte. Jetzt aber. Nope. Du willst ernsthaft darum sitzen und auf den scheiß Ketchup warten? Du hast bald den größten Boxkampf deines Lebens gegen diesen Mann hier. Der gibt dir den Arschbohrer des Todes, wenn du den Kampf nicht ernst genug nimmst. Pain, Junge. Guck dir den Killer doch an. Oder Pain steht doch mal da, wie hingestellt und dich abgeholt, Alter. Wir sehen. Stimmt aber nicht. Mein Pimmel hat so gejuckt den Tag. Weißt du warum? Weil der Pimmel war in so einer Obstschale drin. In so einer Schale, wo man nicht auf die Eier schießen konnte. Und dann schwitzt er doppelt so viel. In der Obstschale vor allen Dingen. Als hätte man da so mit Bananen noch so reingeschält und so ein paar Himbeeren. Da war ein Kiwi, Ananas. So ein Obstsalat um den Dick. Kürbis, alles drin. Und dann hat er halt, weil der hat halt gejuckt. Vor allen Dingen, man hätte sich halt vollpissen können. Scheiße, Digga. Primex, einfach deutsche Obelix. Obelix! Oder Max, dein Cock sieht so huge aus, ne? Holy shit, Alter. Ich schwöre, aber jeder hatte mindestens einen Lehrer, der so aussah. Ja, ja. Digga, no joke. Digga, Obelix trifft das so gut. Oh, fuck. Oh, nein. Ey, von gestern wird es auch so viele Events geben. Clips. Was? Von gestern wird es auch so viele Clips vom Event geben. Ja, safe. Junge, du hast auch einen Boxkampf. Warum rauchst und frisst du so viel? Mama, Papa, darf ich bei euch schlafen? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Damn boy, he's there. Ja, Standardspiel sah richtig geil aus. Fett Arsch raus. Nur Spaß, ich lieb dich, Anna. Hoffe, ich werde nicht wegen Bodyshaming gecancelt. Apropos Bodyshaming, was macht der Lauch eigentlich so? Bro, Sascha sieht aus, als wüsste er gleich bei. Ja.
Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren, bis ich am Ende der Tra... Oha! Und ich bin mit dem Fahrrad bis zum Fahrrad gefahren. Und von diesem Fahrrad zum anderen Fahrrad werde ich weiterfahren. Elena hat mal. Ich finde es gar nicht so bad, no joke. Ich werde immer weiter Fahrrad fahren, bis ich mit dem Fahrrad fahre. Stark. Ich fand den Text war halt nicht so geil. Aber vom Flow her war stark. Aber vom Flow und der Stimme finde ich geil. Ja. IP-Zugang gegönnt. Am Ende der Jagd! Junge, Alter, mach's. Am Ende der Jagd! Werden die Hasen getötet. Wer bei Trinkgut Skywodka im Angebot ist. Hey, warte. Was war der Clip davor? Was wurde davor gesagt? Elena hat Monte VIP-Zugang gegönnt. Fahrrad werde ich weiterfahren. Elena hat Monte doch noch den VIP-Zugang gegönnt. Zu was? Hat die so Onlyfans oder was? Ja. Alter, mach's. Am Ende der Jagd werden die Hasen getötet. Ja, Junge. Ein Tag in Knossis Leben. Wer hat Bock? Er hat im Casino gewonnen? Ah, okay. Traum, Mann. Ohne Witz. Ganz ehrlich, wer da Nein sagt, ist schwul. Digga. Facts. Ja. Bro, ich habe letztens mich mit Mont einem Girl echt, unterhalten. Er hat echt schöne Füße. Okay. Willst du den Toast hacken? Möchte ich mich nicht zu äußern. Okay. Ich habe letztens mich mit einem Girl unterhalten und die meinte, dass sie Jesus hot findet und alle ihre Freundinnen finden Jesus auch hot. Findest du Jesus hot? Ich finde ihn intriguing hot. Ich habe so low-key Angst vor ihm und das macht ihn heiß. Mm. Ah, ja, ne? Okay. Klar. Bei Monte genauso. Fühle ich. Und Knossi? Ja, ich auch. Knossi ist sau hot. Ja. Oh, da ist Aufzug. Fahren Sie mit? Ich mache Videourlaub. Viel Spaß dabei. Der filmt den einfach. Bro, Knossi ist so dreist, Digga. Ich hätte niemals die Eier dafür. Digga, wie unangenehm. Okay. On-Stream Eskalation mit Ron. What? Bruder. Was war das gerade für ein Reinsong? Dicker. Putzt er gerade eine Decke? Ja. Fremden Mensch das Handy kaputt machen. Mhm. Es sei denn, ich würde da drauf, keine Ahnung, Kinder putzen. Natürlich, dann würde ich das zurück. Scheiße, Alter. Kritisch. Das ist sehr kritisch. Kritisch. Vor allen Dingen. Fisch, ich bin Revi. Das Gute ist ja, dass er, wenn er Apple Cloud hat, hat er es noch in der Cloud. Mhm. Bist du auch aufgeregt? Alter, meine Hose steigt ultra weit auf die ganze Zeit. Bist du auch aufgeregt? Gucken. Es geht oh mein Gott. Weißt du, das sind wir jetzt. Gegen solche Achtung, Leute Block, an, das wird schwierig an der Stelle. Kellys knallharte Konkurrenz. Ey, Digga, ganz ehrlich, wir haben so delivered. Wir haben so delivered gestern. Ja, haben wir. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht gewonnen habe, aber